stehe hier vor Lachin. Hier unten ist die Brücke, die zum Lachin-Korridor führt, der die letzte Lebensader war, zu den Menschen in Nagorno-Karabach, Artsakh, den Armeniern. Leider ist alles blockiert. Wir hatten gestern ein Gespräch mit dem Leiter des Roten Kreuzes hier in Armenien. Er hat bestätigt, dass keine Lebensmittel mehr transportiert werden können. Wir sind hier mit einer Delegation des Ökumenischen Rates der Kirche, weil wir Solidarität zeigen möchten mit der Bevölkerung in Armenien und vor allem in Nagorno-Karabach. Wir werden auch den Präsidenten treffen. Wir haben den Apostolikos der armenisch-orthodoxen Kirche getroffen. Wichtig ist, die Solidarität zu zeigen und Aufmerksamkeit, die weltliche Aufmerksamkeit auf diese humanitäre Katastrophe zu lenken. Wir hoffen, dass wir damit etwas erreichen können. Leider können wir jetzt nicht näher zum Korridor gehen, weil die Brücke ist gesperrt und es hat jetzt kriegerische Auseinandersetzungen erneut. Stepanakert wird bombardiert, so wir werden aus Sicherheitsgründen jetzt zurückkehren.